Aber ich muss doch hier auch. Wartet. Moment. Ich kenne Nein. euch doch. Och, lasst mich doch in Ruhe. Ich bringe einen Mammutschuss dann zu Isolde. Wo ist denn das? Ich habe hier ein paar Pfeile, aber welcher ist welcher? Da ist einer. Frag dich, was das ist. Na, wessen Haus ist das? Haus Graumine? Was soll ich denn hier machen? Haus Graumine? Was ist Isolde Graumine oder was? Willkommen in unserem Zuhause. Oh ne, Fralia. Hallo. Wenn ihr mir doch nur meinen Sohn zurückbringen könntet. Könnt ihr mir sonst etwas sagen, was vor sich geht? Thorals Verschwinden hat uns alle schwer getroffen. Aber Arvulstein leidet besonders darunter. Mhm. Er hat Angst, dass sie ihn auch noch holen. Also verlässt er das Haus nicht mehr. Er spricht nur noch über Thorald. Der arme Bitte Kerl. Helft Arvulstein, wenn ihr könnt. Es muss etwas geschehen, sonst verlieren wir alle den Verstand. Greifst du mich an? Ihr müsst neu hier sein, wenn ihr eine solche Frage stellt. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelschmiede in Jorvaska. Ach, den kenne ich ja schon. Arvulstein legt das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Passt Woher gut wissen auf wir, euch dass auf. Er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm! Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ihr wollt also helfen? Yep. Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. Welche Beweise braucht ihr denn? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass ihr sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Oh Gott, die sind ja so böse. Okay, aber dich habe ich nicht gesucht. Neue Aufgabe, schön, aber die habe ich gar nicht gesucht. Gibt es Neuigkeiten? Hey! Schon hast du das Haus verlassen. Da ist noch eine Aufgabe. Ach so, das ist jetzt das, das wird das Haus der Dingens sein, oder? Oder hat die Säule so ein Haus? Was das Haus Kampfgeborene? Haus der Kampfgeborenen aufschließen? Lieber nicht. Das soll er nur mit denen reden. Okay, es gibt auch noch mehr Aufgaben, und zwar einmal Farkas und einmal Isolde. Das ist Aufgabe Farkas, wie es aussieht, ne? Das ist Aufgabe Farkas. Dann suche ich jetzt erstmal Isolde. Und habe mich dabei ein bisschen verlaufen. Hier wollte ich nämlich eigentlich nicht hin. Komm schon, Isolde, wo bist du? Hier drin. Nee, gar nicht, oder? Doch? Oder doch? Doch, doch, doch. Doch, doch. Hä? Doch. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, Dies ich habe hier da. Einen da. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit Karab... Wie habt ihr einen Mammutschuss dann? Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Redekunst verbessert, aha. Lebt wohl. Danke. Schön. Da haben wir also wieder was gelernt. So, da hinten ist noch ein Ziel. Achso, das sind wieder die Kampfgeborenen, das ich nicht aufschließen will. Dann gehe ich wieder zu den Gefährten. Ach, der Bogen sieht cool aus. Skjör sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Du? Ach da. Manche denken, ich sei nicht intelligent.
Die kriegen meine Faust zu spüren. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Ein weiterer gut erledigter Auftrag. Ihr habt euch eure Bezahlung und meinen Dank redlich verdient. Oh ja. 100 Gold. Gibt's einen neuen Auftrag? Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Mein Bruder Vilkas kann besser reden als ich. Er müsste hier irgendwo sein. Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Gegen Geld. Du Arsch. Wo ist denn Skjor? Skjor ist immer unten, ne? Oder bist du Skjor? Ach, du bist echt Skjor. Seid ihr ja. Ja. Da seid ihr ja. Ihr wolltet mich sehen? In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Was meint ihr damit? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutra zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Okay, und was hat das mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang. Aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Schildbruder. Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Okay. Sprich mit Falkas. Der war doch gerade hier irgendwo. Oder ist der draußen? Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Du bist doch Falkas, oder? Zu mir, nee, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Ich kümmere mich um den Krieger von Jorvaskere, solange ich... Gott, die quatscht mich wieder alle gleichzeitig voll. Ist Falkas hier? Nee. Hä? Moment. Nein. Ach. Sprich mit Falkas. Da drin. Okay. Kann man die nicht alle automatisch markieren lassen? Also sofort? So, wo bist du? Da unten. Okay. Ich bin gespannt, was man als Gefährte so alles anstellen kann. Die Gilden haben normalerweise immer was richtig Geiles zu bieten. Ich sehe alles, höre alles. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wo? Du weißt alles, klar. Kann ich jetzt? Nee, immer noch stehlen. Aber ich kann mir ein bisschen Zeug kann ich mir nehmen. Chronologe des dritten Zeitalters? Lerne ich da was? Nein. Okay, ich suche Parker. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit... Da ist da ist Farkas. Und pennt. Ey, Farkas, steh auf. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Wenn du es bist. Werdet ihr mein Schildbruder sein? Sagt mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Sicher, sicher. Dein Gefährte ersetzt deinen Begleiter. Aha. Deshalb hat es Georg meine Prüfung genannt. Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Bruder nennen. Ah ja, mein Bro. Wir treffen uns vom Staubmannsgrab. Ich bin bestimmt vor dir da. Du gehst hier nämlich wieder pennen. Oh, wieder falsch gedrückt. Nein, da. Nein, da. Wo ist das? Das hier? Stopp. Ja, genau. Und Markierung. Langsam komme ich mit diesem Spiel halbwegs klar. Wie, du legst dich wieder hin und pennst. Wir gehen jetzt kämpfen. Du hast auch noch ein Ziel. Geld. Ah, wieder eine Stelle an. Schade. Ich dachte, wir könnten da vielleicht was hier am Geld. Ob wir nicht hier einfach mal zumachen? Moment. Dann kurz speichern. Und dann mal ganz frech. Oh. Ist okay.
riesig, das ist ja ein Buch. Was ist das? Starkes Gift. Buch. Wundertrunk der Vitalität. Vitali. Und Wundertrunk des Ritters. So, ein bisschen was geklaut und jetzt gehen wir wieder. Was ist denn da? Ach so, das ist der Ausgang. Ah. Ich dachte schon, jetzt noch was Spektakuläres. Okay. Staubmannsgrab. Machen wir jetzt Staubmannsgrab oder gehe ich zu diesen Leuten, die mich gerufen haben, dessen Namen ich gerade vergessen habe? Graumene? Nee, Graumene waren die in der Stadt. Graubärte. Bärte. Graubärte. So. Ja, Bärte. Graubärte. Wie sind die? Oder mache ich jetzt das mit meinem Kumpel, dem Herrn Gefährten? Oder was habe ich denn noch so zu tun? Bring das Fragment in deinen Besitz. Was für ein Fragment? Egal. Der Vermisste, Thorald, sprich mit den Graubärten, finde die Rotwadronen, Nesselfluch, Sturmmäntel, Badenakademie, Festung Waldheim, Winterfeste und Amons Familienschwert. Was ist denn am nächsten... Hoppla, Brax. Am nächsten dran. Finde Hinweise über Thoralds Verbleib. Finde Amons Familienschwert. Wo ist denn überhaupt das mit... den guten Herrn. Sprich mit den Graubärten. Ach, da ist das. Okay. Windhelm. Weitere Türme. Da ist auch noch. Ach so, das ist das Staubmannsgrab. Da würde ich gerade sagen, machen wir das. Aber ich will vorher noch mal kurz zur Drachenfeste. Und da teleportiere ich mich jetzt mal ganz kurz hin. Und zwar möchte ich noch. Wie hieß er gleich? Meiner Frau Begleiterin etwas Zeug abgeben. Ich habe wieder was gefunden. Ich kann ja ein bisschen was abtreten. Und sie ist weg. Wehe, die hat mein Zeug verschlammt. Wusste ich sie das? Ich bin euer Schwert und... Ja. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden dabei. Alter, nimm mein Zeug. Ihr, mein Tane? Scheiße, ich kann dir nichts geben, weil ich jetzt den Dingens dabei habe. Okay, ich habe aber noch einiges an Tragglast. Ich habe 70, ungefähr 70 noch. Das sollte doch für ihn Auftrag reichen. Die Pferde Himmelsrand sind robust und kräftig. Warum lese ich denn jetzt doch vor? Ich habe doch gesagt, ich mache das nicht. Aber er guckt so süß. Okay, wir machen Schnellreisen. Wir können uns doch zu dem letzten Auftrag genau zum Lager Stiller Mond. So geht das. Ah, jetzt sind wir schon fast nah dran. So, wir müssen dahin. Übrigens, ich habe von einigen Leuten gehört, dass es Let's Player von Skyrim gibt, die einige Passagen rausschneiden. Genau sowas, was ich jetzt hier gerade mache. So, Leute, wenn man mal ohne zu kämpfen oder ohne Quests einfach mal durch die Gegend läuft oder... Oh, guck mal, ein Fuchs. Kann ich da nicht? Nee, der läuft, den kriege ich nicht. Egal. Nein, nicht schießen. Ups. Nimm den wieder mit. So. So. Dass die Leute Sachen rausschneiden, wie einfach so durch die Gegend laufen oder Berge besteigen oder unwichtige Nebenquests oder so. Und das werde ich definitiv nicht machen. Warum sollte ich auch? Ich finde das gerade dieses ewige Rumlaufen, alles angucken, finde ich so geil. Warum sollte ich euch das denn... Huch. Ach du Scheiße. Was ist... Was ist das denn? Ein Säbelzahntiger. Ach du Scheiße. Hau ab. Geh weg. Wieso habe ich denn das... Warum hat er das Schwert nicht gezogen? Was habe ich... Hä? Ja, toll, tu Stufenaufstieg, aber ich bin tot. Toll. Super. Toll, toll, toll. Ich bin wieder so happy.